Zum Ende der vergangenen Woche fielen die Kurse und diese Abwärtsbewegung, die setzt sich heute fort. Aktien sind weiter auf Talfahrt, so stürzt der DAX aktuell um weitere 3,4% oder 187 Punkte auf 5.351 Zähler. Wir haben vor ein paar Minuten sogar ein neues Jahrestief gesehen bei 5.345 Punkten. Die Argumente, die herbeigezogen werden, um diese Abwärtsbewegung zu erklären, sind immer dieselben. Rezessionsängste, vor allen Dingen, was die Vereinigten Staaten von Amerika angeht und damit aber auch die gesamte Weltwirtschaft, weil ja gerade die Vereinigten Staaten als Motor der Weltwirtschaft gelten. Und wenn Barack Obama die Wachstumsprognosen senkt, wenn dort der Arbeitsmarkt nicht in Schwung kommt, wir haben ja am Freitag enttäuschende Daten bekommen, dann ist dies natürlich ein Argument für viele, die ohnehin vor Rezessionsängsten, vor Rezessionen gewarnt haben. Und das schürt im Augenblick die Ängste. Die europäische Schuldenkrise ist ein weiteres Thema, was genannt wird. Das sind Themen, die schon genannt wurden vor 4, 5, 6 Wochen, als der DAX noch 1500 Punkte höher stand. Aber diese Argumente sind nach wie vor anscheinend ausreichend dafür, um Aktien weiter auf der Verkaufsseite zu sehen. Die Derivateanleger hier an der EUWAX, das merkt man schon, sind verunsichert. Es gibt aber einige, die jetzt auf eine technische Gegenbewegung setzen. Der EUWAX Sentiment Index liegt bei plus 40 Punkten. Aber das Volumen, was in Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate reinfließt, das ist nicht auf dem Niveau, wie wir das gewöhnt sind hier. Das könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass wir heute in den Vereinigten Staaten einen Feiertag haben, die Börsen dort geschlossen bleiben und uns somit eine gewisse Orientierung am heutigen Tage fehlt. Der Euro aktuell bei 1,4130. Der Goldpreis allerdings, der bewegt sich in die Nähe des Allzeithochs, was ja bei 1911 US-Dollar lag. Er liegt jetzt für eine Feinunze bei 1897 US-Dollar. Und Derivateanleger verändern hier ihre Strategie. Man gibt es auf, mit Short-Zertifikaten auf fallende Goldpreise zu setzen, auf eine Korrektur zu setzen und glaubt jetzt eher, dass wir bald ein neues Allzeithoch sehen werden. Hier kaufen Anleger aktuell eher Long-Zertifikate. Und stärkster Verlierer im DAX, das müssen wir noch erwähnen. Das ist die Deutsche Bank-Aktie mit einem Abschlag aktuell von 8,2% auf 23,88 Euro. Klagen wurden eingereicht wegen Hypothekengeschäften in den Vereinigten Staaten. Und jetzt gibt es auch noch Betrugsvorwürfe in Großbritannien. Das alles drückt hier auf die Aktie. Anleger lassen es im Moment sein, das übliche Verhalten zu zeigen und hier Call-Optionsscheine in Schwächephasen zu kaufen. Da hält man sich jetzt sehr zurück.